Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Balance von Freiheit und Sicherheit ist die notwendige Abwägung, die der wehrhafte Rechtsstaat jederzeit vorzunehmen hat. Für uns ist klar, der Staat hat die Freiheitsrechte der Bürger zu schützen. Aber es gilt auch, ohne Sicherheit kann es keine Freiheit geben. Freiheit und Sicherheit bedingen sich gegenseitig. Sie schließen sich nicht aus. Der Staat hat auch die Aufgabe, Bürger vor schweren Straftaten zu schützen und bei der Aufklärung von allerschwersten Straftaten wie Mord, Terrorismus, Kinderpornografie, Drogenhandel auch die notwendigen ermittlungstaktischen Maßnahmen zu ergreifen. Und aus diesen Abwägungen heraus hat der 18. Deutsche Bundestag nach langen und guten Beratungen das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Und dieses Gesetz bewegt sich im Rahmen, welches das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil aus dem Jahr 2010 vorgegeben hat. Ja, mehr noch, das Gesetz bleibt hinter dem Rahmen des Bundesverfassungsgerichts zurück. Die Verbindungsdaten werden für 10 Wochen gespeichert und die Standortdaten für 4 Wochen. Und der Rechtsstaat darf nur darauf zugreifen, nach richterlichem Beschluss oder im Einfall nach Antrag der Staatsanwaltschaft, wenn eine schwere Straftat vorliegt. Und wenn nicht, gibt es in diesem Gesetz Regelungen, dass diese Daten dann auch rechtssicher zu löschen sind. Im Ergebnis, meine Damen und Herren, das war ein gutes Gesetz, das die Große Koalition verabschiedet hat. Allerdings will ich auch nicht verschweigen, dass dieses Gesetz im doppelten Sinne durch die Rechtsprechung ein Stück weit infrage gestellt worden ist. Beim Oberverwaltungsgericht Münster muss man sich schon auch ein wenig die Frage der Reichweite der Gewaltenteilung stellen. Kann es sein, bei allem Respekt für die Justiz, kann es sein, dass der Deutsche Bundestag in namentlicher Abstimmung ein Gesetz verabschiedet und dann durch die einstweilige Entscheidung eines Oberverwaltungsgerichtes dieses Gesetz in ganz Deutschland nicht angewandt wird? Da muss ich mir schon fragen, ob die Bundesnetzagentur in diesem Fall auch berechtigterweise oder eben nicht berechtigterweise die Anwendung dieses Gesetzes ausgeschlossen hat. Vor dem Hintergrund der Gewaltenteilung darf man da zumindest auch ein Fragezeichen machen. In Bezug auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes muss darauf hingewiesen werden, dass der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom Dezember 2016, das sogenannte Tele-2-Urteil, auf die EU-Grundrechtscharta abgestellt hat. Inwieweit jetzt hier ein verfassungsrechtlicher Konflikt zwischen der Reichweite der deutschen Grundrechte und der EU-Grundrechtscharta besteht, das können wir an anderer Stelle diskutieren. Aber klar ist auch, wir erwarten, dass die Europäische Union alsbald eine neue Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung vorlegt, damit die Reichweite und die Anwendung und die Grenzen der Vorratsdatenspeicherung europaweit rechtssicher definiert werden. Das ist die Aufgabe der Kommission, diese Richtlinie vorzulegen. Und meine Damen und Herren, wenn wir heute einen FDP-Gesetzgebungsantrag diskutieren, dann entbehrt das in diesem Bereich durchaus nicht einer gewissen Pointe. Weil gerade im Bereich der Vorratsdatenspeicherung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes war es so, dass wir auch im Zuge der Jamaika-Verhandlungen zu Kompromissen bereit gewesen wären. Es lag auf dem Tisch, über diese beiden Gegenstände zu diskutieren. Und Sie hätten als FDP den Bundesjustizminister stellen können. Sie haben darauf verzichtet. Und deswegen will ich Ihnen zurufen, ein Kompromiss ist keine Schwäche und eine Inszenierung ist noch lange keine Stärke. Verantwortung zu übernehmen ist allemal besser als das kurzfristige Hoffen auf Applaus oder taktische Überlegungen. Wir werden diese Frage mit Verantwortung und mit der notwendigen
Verbindung zwischen Freiheit und Sicherheit weiterhin in diesem Hause debattieren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Der Kollege Höverli möchte gerne zu einer Kurzintervention das Wort. Ich erteile ihm das Wort.